Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 7. Januar 2018? Mars hat Jupiter erreicht. Die verschmelzen sich, die Energie wird gemeinsam und es ist heute stark spürbar. Besonderes bei den Skorpiongeborenen, bei Krebsgeborenen und bei Fischengeborenen. Diese Energiefeld, was auch stark wirkt in den heutigen Tag, spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Mars bewegt sich schneller als Jupiter und rast Jupiter vorbei, etwas südlich von Planet Jupiter. Trotzdem ist noch wirksam diese Energie, diese Verschmelzung bis 9. Januar 2018. Was bewirkt es? Chancen, Möglichkeiten, Gewinn, Glück, etwas vermehrt sich. Natürlich neigen wir momentan dazu, etwas übertreiben. Das kann durchaus auch passieren. Aber es ist auch aktiv, es ist auch Bewegung, eine Vorwärtsbewegung in jeder Lebenslage. Aber es kann auch Sport sein oder Autos. Und bei Mars-Energie kann auch eine männliche Person sein, wo ein Einfluss hat, was hilft oder unterstützt. Bei Damen kann das auch die Liebe bedeuten. Entweder eine Versöhnung oder sie bekommen Aufmerksamkeit von einem bestimmten Mann oder eine neue Begegnung. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, dass die Sonne der Himmelskaiser ist. Und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. In diesem Bereich, wo sich gerade die Sonne befindet, in Tierkreiszeichen Steinbock, wirkt Altair, Vega und Deneb. Die stehen in Verbindung. Diese Liebesgeschichte, was aus der chinesischen Mythologie kommt, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Unserem Planet Erde befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Unserem Planet Erde wird bestrahlt von Vasat. Dieser Stern Vasat bedeutet übersetzt Mitte des Himmels. Und weil das auf unserem Planet Erde wirkt, heißt es, in die Mitte, unsere Mitte zu finden oder eine Lösung finden, einen Kompromiss einzugehen, etwas ausgleichen und versuchen, in die goldene Mitte zu bewegen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, aber im Grenzbereich übergeht dann in Tierkreiszeichen Waage. Die chinesischen Astrologen sagen, dass der Mond die Himmelskaiserin ist und die Himmelskaiserin bewegt sich in Palast des Ostens. Die Chinesen nennen diese Palast als blaue Drache. Jeder Palast hat eine Mitte und Mond hat diese Mitte schon verlassen. Und das sind die Bewegungen. Mond hat auch einen Einfluss von Markeb. Diesem Stern Markeb befindet sich im Sternbild Argo. Das ist die Schiff Argo, wo die Argonauten gefahren sind, die goldenen Felder wieder zu holen.
und diesem Sternmarkep ist nichts anderes als die Segel des Schiffes, also in diesem Bereich befindet sich in diesem Sternbild. Und Markep hat auch eine Bedeutung. Markep sorgt für Wohlstand, für Gewinn, gute Handlungen und eine Reise. Das sind die Themen, was dieser Stern vermittelt. Und diese Energie saugt den Mond auf, nimmt auf und leitet uns weiter und beeinflusst unseren heutigen Tag. Wenn wir im Sternenhimmel schauen, ich habe diese Figur gestern erzählt, was die Winterhimmel zeigt, aber wir erkennen im Sternenbild, im Sternenhimmel noch etwas. Von Südosten steigt die Milchstraße auf. Und diese Milchstraße geht im Sirius vorbei, dann durchquert die Zwillinge, durchquert die Sternbild Fuhrmann, durchquert den Sternbild Perseus bis zum Cassiopeia und geht im Nordwesten dann unten und es ist sichtbar im Himmel, wie eine weiße Streifen im Himmel, so können Sie das im Sternenbild, im Sternenhimmel erkennen. Also das ist die Milchstraße. Milchstraße hat eine Bedeutung, weil so heißt auch unsere Galaxie, heißt auch Milchstraße. Und in diesem Galaxie befindet sich unser Sonnensystem und befindet sich unser Planet Erde. Das heißt, wir leben in diesem Galaxie Milchstraße, wo Millionen Sterne befindet. Und die Geschichte ist auch sehr interessant. Warum heißt es Milchstraße? In die griechische Mythologie wurde Zeus als Himmelsgott verehrt. Und diesem Himmelsgott hatte eine Ehefrau Hera. Zeus war aber berühmt, dass er immer fremdgegangen ist. Hat zahlreiche Frauen gehabt. Wie soll das anderes gehen? Diesmal hat auch eine Geliebte gehabt, Alkmene. Und von dieser Beziehung zwischen Alkmene, wo eine menschliche Herkunft gehabt hat, also sie gehörte nicht zu der Götterwelt, zu dieser Verbindung mit Zeus wurde ein Kind geboren und ein Sohn. Und dieser Junge hieß nichts anderes als Herkules oder Herakles. Die eine ist die griechische Name, andere ist die römische Name. Und der Vater war Zeus und die Mutter war Alkmene. Was bedeutet übersetzt die Starke als Frau, die starke Frau. Also wurde Herkules geboren oder Herakles und von Vater her hatte göttliche Abstammung gehabt, aber die Mutter war nicht göttlich, sondern menschlich und Zeus wollte, dass von göttlicher Milch ernährt wurde. Und Zeus schmuggelte das Baby zu seiner Ehefrau Hera im Bett, damit das Kind von diesem göttlichen Milch trinken kann. Hera war im Schlaf, also hat nichts bemerkt. Bis dann Hera aufgewacht war, entdeckte diese fremde Baby im Bett, wurde zornig und schleuderte Herkules im Himmel raus. Und so wie das alles passierte, Herkules hat diese Milch, was von Hera bekommen hat, diese göttliche Milch verstreut hat im Himmel und das, was wir sehen als Milchstraße, diese weiße Streifen im Abendhimmel. Also das ist die Geschichte dazu, also das kam von Herkules. Und schauen wir an,
wie wirken diese Sternen und Sonne, Mond und die Planeten auf unserem heutigen Tag für die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Steinbock im Osthorizont auf. In die gleiche Zeit geht im Westhorizont die Tierkreiszeichen Krebs nach unten. Also ich starte mit dem Tierkreiszeichen Steinbock. Bei Steinbock Geborenen ist wichtig die liebe Partnerschaft. Einige Steinbock Geborenen bereinigen ihren Partnerschaft oder, was wichtig ist, auch die Klarheit. Sie möchten wissen, wie das weitergeht in die liebe Partnerschaft. Es gibt auch einige Steinbock-Geborenen, sie haben gerade eine Trennung, aber gleichzeitig auch ein Neuanfang. Also wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, aber nicht nur das, sondern auch das Selbstbild, das Selbst auch. Sie stehen zu sich selbst und die Steinbock-Geborenen werden auch wahrgenommen. Sie haben eine ganz starke Ausstrahlung. Sie haben Kraft und Mut und diese Kraft werden sie einsetzen, in Partnerschaft Klarheit zu bekommen, befestigen oder wenn das notwendig ist, vielleicht trennen und offen zu sein für einen Neuanfang. Aber nicht nur in diesem Bereich bewirken etwas die Steinbock-Geborenen, sondern auch beruflich, weil dort haben auch Chancen, Möglichkeiten, etwas zu verbessern, wahrgenommen werden, Anerkennung zu bekommen, aber es ist auch möglich, beruflich zu verändern. Was noch Thema ist bei den Steinbock-Geborenen, nicht nur heute, sondern es wird ein längerer Prozess sein und hier haben die Steinbock-Geborenen eine Lernaufgabe, dass sie anfangen, ihren Träume, ihren Visionen, Sehnsüchte auch ernst nehmen und als Ziel setzen, das in Form zu bringen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen wird heute Nachmittag und auch in die kommenden Tagen etwas leichter. Oder kommen sie zu neuen Ideen oder gute Kontakte, schönen Gespräche, kann auch eine Reise bedeuten oder ein Besuch von jemand von Ausland. Und diese Leichtigkeit werden die Wassermann-Geborenen auch in die kommenden Tagen auch spüren. Sie fühlen sich ein bisschen kraftlos, aber ein bisschen Geduld noch, bis diese Kraft wieder da ist, dann kommt auch wieder die Begeisterung. Die Wassermann-Geborenen werden auch wahrgenommen. Wichtiges Thema ist nicht nur die Ideen umsetzen, beruflich was verändern oder eine Reise oder Kontakte mit Ausland, sondern auch Liebe, Partnerschaft kommt auch in Form. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gerade Gewinnchancen, besonders wenn Mars und Jupiter gerade so starke Wirkung hat. Und bei Krebsgeborenen, bei Fischengeborenen sind das gerade die Finanzen. Aber nicht denken, dass jetzt durch Spiele ein großer Gewinn kommt. Ich schließe es nicht aus, sondern das beginnt immer mit dem Energie. Und das sind die Werte und dazu gehört auch die Selbstwertgefühl. Wenn die Selbstwertgefühl sinkt, dann blockiert es den Fluss des Geldes. Also das als Rat noch dazu, also da sollen die Fischengeborenen drauf achten, also die Werte auf dem eigenen Selbstwertgefühl, auch die Vertrauen des Fluss des Lebens oder des Geldfluss. Dann kommt auch das große Gewinn. Chancen haben die Fischengeborenen gerade. Die Gespräche nach wie vor können schwierig sein, ein bisschen Geduld noch, bis sie etwas klären können. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen entsteht eine gewisse Unsicherheit. Das sind Umbrüche und Veränderungen, ist auch eine Vorwärtsbewegung, auch die Begeisterung.
auch gute Kontakte, schöne Gespräche oder ein wichtiger Vertrag. Aber sie verunsichern, ob das die richtige Entscheidung ist oder gibt es mehrere Möglichkeiten und kommen zum Schwanken, weil sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie orientieren oder ihre Kraft einsetzen. Da brauchen die Wiedergeborenen eine gewisse Klarheit. Wo Unterstützung gibt oder Glück ist, das ist die vertraute Umgebung, Kontakte mit Menschen, wo sich tagtäglich begegnen oder die Verwandtschaft kann auch eine Hilfe sein. Wichtiges Thema ist noch so ähnlich wie bei Fischengeborenen auch die Finanzen. Sie haben zwar nicht, oder ich könnte sagen wir, ich bin auch im Tierkreiszeichen wiedergeboren, wir haben nicht diese Glücksfall, wie bei den Fischengeborenen möglich ist, dass sie durch Spiele gewinnen können. Nein, wir sorgen dafür, dass das die Finanzen in Ordnung kommen. Also damit meine ich nicht ein Lottogewinn, sondern die Finanzen in Ordnung bringen und die finanzielle Lage zu verbessern. Das sind auch Themen bei den Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen verspüren die Sicherheit und Stabilität. Sie finden auch die Ruhe. Aber diese Energie, Mars- und Jupiter-Energie, was jetzt verschmelzt sich momentan und gemeinsam wirkt, diese Chancen, Möglichkeiten, Aktivitäten, Bewegung oder eine männliche Person, zeigt etwas, gerade bei den Stiergeborenen, wie ein Spiegel. Und die Stiergeborenen sollen auf diesem Spiegel schauen und nicht warten, bis dieser Mann kommt oder die Chancen von alleine sich erledigt. Sondern das ist eine Botschaft für die Stiergeborenen selbst, die erste Schritt machen, also etwas selbst in Bewegung setzen. Und so kommt das im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen momentan alles zu viel ist oder stressig, auch privat, auch in beruflichen Situationen. Sie haben aber auch tolle Ideen und das verwirklichen auch, aber es kann etwas stressig erscheinen momentan. Also verlieren Sie im Augenblick die innere Ruhe und werden nervös sein, aber bis Nachmittag und in die kommenden Tagen können Sie aufatmen, weil kommt wieder die Leichtigkeit. Die Gespräche sind wichtig, aber die Kontakte sollen die Zwillingsgeborenen suchen, diese Kontakte aufbauen und auf anderen zugehen. Und jetzt kommen die Krebsgeborenen. Diese Mars-Jupiter-Energie wirkt auch sehr stark bei den Krebsgeborenen. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Kann auch etwas bewirken mit diesem Energie, auch in beruflichen Situationen. Beruflich etwas voranbringen, die Kraft ist da, die Möglichkeiten, Chancen etwas beruflich verbessern, aber wirkt auch in die Liebe, Partnerschaft. Da kommt etwas in Bewegung und besonders bei den Krebsdamen wirkt das eine Begegnung zu einer bestimmten männlichen Person oder kehrt jemand zurück oder eine Versöhnung kommt. Damit können die Krebsdamen auch rechnen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt in die Tagen die Leichtigkeit, schöne Gespräche, kommt auch etwas in Bewegung. Thema ist hier auch die Liebe, Partnerschaft. Aber das wird auch gespiegelt, bisschen die Löwengeborenen und sie haben auch noch karmischen Themen, auch karmischen Begegnungen. Also Verbindungen, was kein Zufall ist, sondern hat eine wichtige Bedeutung, weil die Seelen kennen sie sich und es ist diese Anziehungskraft und diese neue Begegnungen ist möglich zurzeit bei die Löwengeborenen. Eine gute Nachricht ist auch erwarten, Umbrüche, Veränderungen sind auch zum Erwarten, es dreht sich einiges bei die Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtige Thema, die Finanzen in Ordnung zu bringen oder etwas investieren.
diese Möglichkeiten, Chancen haben, die Jungfrau Geborenen die Finanzen in Ordnung zu bringen und zurzeit haben auch Glück in die Liebe Partnerschaft. Wo die Jungfrau Geborenen Einschränkungen haben, das sind die Gespräche. Das bedeutet, entweder hört niemand zu oder sind Missverständnisse da, kann auch Streitgespräch bedeuten, kann auch bedeuten, dass die Jungfrau Geborenen warten auf ein Nachricht und es kommt noch nicht und daran liegen diese Einschränkungen. Bei Tierkreiszeichen Wagen Geborenen kommt in die Tagen einiges in Bewegung, Gesprächen, Kontakte. Sie haben auch Mut und Kraft. Ausland, eine Reise kann auch eine Bedeutung sein. Entweder eine Reise oder ein Besuch von Ausland kann auch eine Fremdsprache sein. Und einiges wandelt sich, ändert sich bei die Wagen Geborenen, weil sie befinden sich auch eine Art Transformationsprozess. Bei Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen haben eine sehr starke Energie, weil hier wirkt Jupiter Mars. Jupiter vermehrt auch etwas und das vermehrt auch jetzt die Kraft, auch die Möglichkeiten und die Chancen, auch die Aktivitäten, die Bewegung, kommt auch gute Einflüsse. Auch die Sonnenenergie wirkt auch und dazu noch Mars. Kann sich hier bei Tierkreiszeichen Skorpion sehr gut entfalten auch, weil Mars ist der Herrscherplanet bei Skorpion Geborenen. Also diese Kraft ist sehr stark und mit dieser Kraft können sie einiges bewirken, Besonderes in beruflichen Situationen. Bei einigen Skorpiongeborenen kann auch ein Studium beginnen gerade oder gehen sie auf die Reise, haben Erkenntnisse, aber diese Energie wirkt im beruflichen Umfeld auch. Wo die Skorpiongeborenen noch Glück haben, das ist die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch ein beruflicher Aufstieg. In die kommenden Tagen ergibt sich diese Möglichkeiten, Chancen und auch die Anerkennung. Sie sind auch wahrgenommen zurzeit und haben Erfolg. Und sie werden diese Leichtigkeit auch spüren. Nicht nur beruflich haben einen Aufstieg und Anerkennung, sondern es befestigt sich etwas in Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop, diese Energiefeld, das ändert sich Tag zu Tag, deswegen mache ich das auch täglich. Und jede Tierkreiszeichen wirkt anders, ist also trotzdem allgemein beschrieben. Genau wäre dann, wenn ich das verbinde zu dem Geburtshoroskop. Und da besteht auch die Möglichkeit, ein Geburtshoroskop-Analyse oder den richtigen Zeitpunkt zu berechnen. Unten befindet sich auch mein Kontaktdaten. Was auch wichtig ist, wir Menschen haben ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld ändert sich aber auch, so wie unsere Stimmung ändert oder unserem Denkweise, unserem Gedanken, wir verändern, so ändert sich dieses Energiefeld. Wenn wir klug sind, dann können wir das selbst in Hand nehmen und beeinflussen, weil das kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Und damit zu beschäftigen, lohnt sich, weil das ist unsere Ausstrahlung und das, was wir ausstrahlen, das ist unsere Anziehungskraft. Und die Name sagt aus, das ziehen wir auch an. Andere Menschen haben auch diese Energiefeld, die Orten haben das, auch die Räumlichkeiten. Dazu kommt noch diese tägliche kosmische Energie, was täglich ändert auch. Also es ist auch wichtig, im Einklang sein zu diesem kosmischen Energie, die richtigen Tage zu wählen, richtig handeln, informieren. Bisschen dann auf unserem eigenen Energiefeld achten, dass wir positiv denken, dass wir Gefühlen wie Schuldgefühl, Zweifel, Ängste loslassen und im Vertrauen bleiben, ändert sich automatisch unserem Energiefeld, auch die Anziehungskraft. Wir ziehen andere Menschen an, andere Situationen ziehen wir an. Natürlich wichtig ist auch, dass wir Gedanken machen und
viele Menschen wissen das gar nicht, welche Energiefeld wir leben, die Räumlichkeiten. Das heißt, im Haus oder in Wohnung ist klug nachzudenken, welche Menschen haben in diesem Haus, in dieser Wohnung gelebt. Waren sie erfolgreich? Haben sie viel Glück gehabt? Dann haben sie eine Glücksenergie dahinterlassen. Dann brauchen wir das nicht verändern. Oder haben Menschen gelebt, wo ständig in Angst gelebt haben oder ständig im Zweifel. Diese Emotionen lassen da Spuren. Besonders wenn sie jahrelang in Wohnung oder im Haus gelebt haben. Und was passiert dann? Wir atmen das ein und dann wundern wir, dass wir unruhig sind oder können wir schlecht schlafen und suchen die Ursachen. Und oft liegt das an dieser Energie. Es kann aber verändert werden durch Mantras singen oder trommeln oder schöne Musik. Natürlich die Liebe ist die größte Kraft. Oder Gebet hilft auch immer, das reinigt natürlich auch. Oder Weihrauch, Düfte oder Halbedelsteine oder schöne Farbe oder die Einrichtung, dass das die Harmonie bleibt. Da ein bisschen beschäftigen damit, weil das harmonisiert die Energiefelder und all das, was in Harmonie steht, ist auch beruhigend. Und mit diesem Themen beschäftige ich mich sehr intensiv. Und ich empfehle noch etwas dazu. Die Amulette, so zum Beispiel wie diese Anhänger. Es ist ein schönes Schmuckstück, aber wir können das auch als Amulett tragen. Das haben wir immer dann dabei und Düfte dazu. Und es ist so einfach damit arbeiten, weil das hat auch eine harmonisierende Wirkung. Verbindet Energiefelder und harmonisiert. Und habe ich solche Duftöle, ich zeige, das bringt Glück. Und das ist sehr angenehmer Duft auch. Wie arbeite ich damit? Ich nehme diese Amulett und mit einem Kosmetikpinsel bepinsel ich diese Halbedelstein mit diesem Duftöl und dann habe ich schon die Energie drauf, diese harmonisierende Energie und sogar die Haut. Hautnah ist diese Energie da und das ist dann immer bei uns, weil das können wir immer tragen. Sie können sich auch informieren in meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Da befindet sich auch mein Shop. Da habe ich die Anhänger, die Amulette und auch verschiedenen Duftölen. Und ich kann das auch erklären, wie man damit arbeitet oder kleinere Rituale machen. Auch im richtigen Zeitpunkt, keine Angst davon. Es ist keine Hexerei, keine Schwarzmagie, sondern Hilfsmittel, was die Energiefelder harmonisiert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.